Hallo und willkommen in der Hobby-Ecke. Schön, dass ihr wieder zu einem Filmchen eingeschaltet habt. Diese Woche gibt es Neues zu erzählen. Ja, unter anderem gibt es was Neues bezüglich Steinchenaufbewahrung. Und zwar, ein neuer Koffer ist angekommen. Ich warte ja schon über 2 Monate darauf. Aber es war es mir wert, weil das Design doch wirklich sehr, sehr schön ist. Genau, den wollte ich euch jetzt vorstellen. Also, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Es ist ein Koffer, wie jeder andere auch, aber mit einem wunderschönen Design. Und es fühlt sich so seidig an. Nehmen wir mal um. Schmetterlinge und Blumen, also richtig schön. Jetzt muss ich euch ein bisschen weiter wegnehmen. Genau. So, wunderschön. Also und auch sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. In Lila gehalten und mit einem Doppelzipper. Schaut mal, wie leicht, ich habe ein Haar hier, wie leicht dieser Zipper geht. Das ist sagenhaft. Eine wahnsinns tolle Qualität. Also, natürlich auch mit Henkel. Ihr könnt den mitnehmen, wo ihr wollt. So, und dann schauen wir uns die Sache mal an. Genau. Also, es sind 60 Dosen. Und zwar sind es die großen, runden Dosen. Also, ihr könnt die schrauben. Und ich finde, das sind die stabilsten Dosen. Es gibt es ja noch in Tic-Tac-Dosen, aber da habe ich die Erfahrung gemacht, die brechen an den Ecken immer ein. Also die reißen dann und dann bricht das Eck weg. Und die finde ich nicht so haltbar. Da ist auch der Kunststoff so dünn. Hier ist er dicker. Und Schrauben ist irgendwie, keine Ahnung, auf Dauer besser als dieses Aufmachen der Tic-Tac-Dosen. Also das sind die großen Dosen. Da bekommt ihr so 1500 Steinchen rein. Könnt dann oben die fortlaufende Nummer nehmen, draufkleben zum Beispiel, oder ihr klebt von meinen Etiketten eben, das mache ich jetzt zum Beispiel immer, es direkt auf die Dosenseitenwand. Genau, also ihr kriegt 60 davon, Schaumgummi, das ist eine Lage. Ihr könnt die auch rausnehmen und ihr könnt den Koffer für was anderes verwenden, wenn ihr irgendwo hingeht. Dann ist im Deckel noch ein Netz, da könnt ihr dann die Stifte, keine Ahnung, was ihr alles habt, Wachs, alles noch lagern. Dann schauen wir uns das mal an. So, dabei sind noch, mal gucken, ach, das sind runde Etiketten, hier sieht man es. Es sind runde Etiketten. Die könnt ihr direkt da draufkleben und könnt auch selber beschreiben, wenn ihr keine vorgedruckten habt oder haben wollt. Da könnt ihr, keine Ahnung, was ihr wollt, draufschreiben. Also diese Etiketten sind dabei. Dann Silikontrichter, der ist auch dabei. Den finde ich immer gut, das ist ideal zum Einfüllen in die Döschen. Also mit meinen, ich habe ja Zipbeutel bei den Bildern und da könnt ihr braucht ihn nicht einmal ausklappen. Schaut, ihr könnt es einfach so auch machen und reinschütten. Also aus den Zipbeuteln schüttet sich es ja noch besser als aus diesen verschweißten, die ihr dann aufschneidet. Also, der ist dabei und dann haben wir noch hier. Das mache ich jetzt nicht auf. Also wir haben ein Mosfa-Schiffchen. Das habt ihr ja auch bei dem Toolkit bei meinen Bildern dabei, wenn ihr das Toolkit wählt. Dann kriegt ihr noch dazu 2 Grüne, viel Wachs, eine Pinzette, dann sind Tütchen noch dabei, ein großer Steinchenschieber, finde ich sehr, sehr gut, und 4 Standardstifte, ein mit Einzelbohrer und oben sind verschiedene Mehrfachaufsetzer. Genau. Das finde ich auch toll. Also gefällt mir sehr, sehr gut, was da als Zubehör dabei ist. Also das ist, jetzt klappe ich den nochmal ein, dann können wir,
Genau, das ist bei diesem tollen Koffer alles inbegriffen. Genau. Und der kommt zu euch und ihr könnt sofort loslegen. Also, und ich muss sagen, der Reißverschluss, der geht so locker. Seht ihr das? Also, der ist so lockerflockig. Genau. Und mit einem hübschen Design. Also, mir gefällt das sehr gut. Ich weiß, wir alle lieben Schmetterlinge und Blümchen. Und Lila ist eigentlich immer eine schöne Farbe. Und es ist ganz weich, so seidig fühlt sich das an. Ja, genau, meine Katze rumpelt wieder rum. Stinky. Genau. So. Sie sind da. Die lang ersehnten, lang drauf gewartet, die Bilder. Und zwar mit Gabriella. Ich zeig's euch. Tada! Hier ist das Bienchen. Du bist heute eine kleine Nervensägemäusi. Das Bienchen ist da. Wie ich finde, sehr gelungen. Ich zeige euch mal den Coverminder. Ja, also den Mäusebärli, den kriegt ihr dazu. Dann kriegt ihr natürlich noch Sticker dazu. Und jetzt muss ich schnell das Toolkit holen. Das wäre auch dabei, wenn ihr es haben möchtet. Also, das Toolkit ist auch dabei. Das kennt ihr ja, dieses Standard-Toolkit. Aber ihr könnt es auch ohne bestellen. Wir haben alle genug davon, das verstehe ich. Deswegen biete ich es sowohl als auch an. Und natürlich die Steinchen. Ah, eine schöne Palette. Genau, also dieses Bild ist 40x40. Genau, hier seht ihr auch noch das hübsche Bild. Und ich zeige euch gleich mal den Druck. Oh, den Druck, der ist auch schön zu sehen, also richtig glasklar, alles schön, genau, alles schön zu sehen. Es hat 50 Farben, das Bild, und wir haben AB-Farben dabei, auch 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 AB-Farben sind in diesem Bild verbaut. Und jetzt gucken wir mal, wo die AB-Farben sind. Die erste AB-Farbe ist die 819. Das ist das Symbol M, wie Martha. Gucken wir mal. Wo haben wir dich denn? M. Ja. Hier, im Auge. 819 ist ja eigentlich ein Rosé, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hier ist es, ein Rosé. Im Auge ist ein bisschen M. Und da ist, ja, im Kopf oben ist M. Hier in dem, da ist ja ein ganz, ganz zauberhafter kleiner Schmetterling hier. Da ist M drin. Hier diese Leuchtflecken, das sind ja quasi, ja, ich weiß auch nicht, so Wassertropfen, die leuchten. Und da, hier jetzt nicht, hier ist M. Also alles, was so leuchtet. Ist, ihr müsst dann aufpassen, hier zum Beispiel ist W und M nebeneinander. Aber da oben auch, um den Kopf rum, W und M. Passt da bitte auf, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Was ist W? Ist die 951. Aber ihr habt ja den Unterschied, weil W 951 ist kein AB. Also ihr wisst ganz genau, M ist AB,
B ist kein AB, dann könnt ihr das ein bisschen unterscheiden. Aber passt bitte auf, es liegt nebeneinander. Nicht gut gewählt, aber ich denke, es ist machbar, weil durch AB und normale Harzsteine ist es auseinanderzuhalten. Dann haben wir das N, 8, 2, 3. N, gucken wir mal, wo wir hier das N wie Nordpol haben wir zum Beispiel hier. Oder, ja, am Boden ist es hier. Gucken wir mal, wo ist noch N? Hier. In diesen schwarzen, dunklen Flecken, was ist V? 939, das ist eigentlich dunkelblau. Und da ist immer wieder, sind so kleine Positionen drin, die mit N hier zum Beispiel sind. Und N, 823, ich glaube, das ist auch ein dunkelblau. Oder braun? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Schauen wir es uns mal an. Gucken wir einfach. Also, ach, das ist so ein fast schwarz. Das ist das 823. Schauen wir mal. Das ist das 93. Ich tue die alle mal raus. Und dann sehen wir hier. Was haben wir denn? Drei Stück. Dann haben wir noch das. 38. Was fehlt uns denn da noch? 9. 6, 3, 7. Schauen wir mal, wo das andere ist. Wie war das? 7, 4, 3. 7, 4, 2. Hier, ein Orange. So, das sind die 5 AB-Farben, die in dem Bienchen verbaut sind. Genau. Ja, das ist so ein ganz dunkles Braun. Und das 8, 2, 3 ist eben N und das ist so immer in den dunklen Passagen ist das mit drinnen. Dann haben wir ja gesehen, die 8, 19, das ist M, haben wir ja gesagt, das ist mit dem W zusammen, deswegen ein bisschen aufpassen. Dann haben wir die 7, 4, 3, das ist das Orange mit dem Symbol E, wie Emil, das ist im Gesicht von der Biene. Wo haben wir es noch? Da haben wir nicht so viel, aber gucken wir mal. Da oben im Kopf von dem Bienchen ist es drin. Genau. Dann haben wir noch 963 mit dem Symbol L wie Ludwig. Das ist ums Bienchen rum. Hier. Ums Bienchen rum. Hier. Und auch in den leuchtenden teilweise. In den, wie sagt man? in den leuchtenden Punkten ist es drinnen. Ja. So, und dann haben wir noch 3865, das ist dieser schwarze Punkt. Der ist hier in dem Bereich und oben im Kopf. Auch in den leuchtenden Punkten teilweise ist es verbaut. Ja, sind schön gewählt. Finde ich gut. Ja, ihr kriegt natürlich auch noch dazu eine Legende, wo alles genau dort steht, fortlaufende Nummer, Symbol, dann die DMC-Nummer, das Gewicht, die Menge an Steinchen. Aber lasst euch da nicht irritieren. Manchmal stimmt auf den Tütchen das nicht überein mit dem Gewicht, weil es unterschiedlich ist. Mal wiegen sie das Tütchen mit und mal wiegen sie das Tütchen nicht mit. Allerdings habe ich bei dem Hersteller es noch nicht erlebt, dass zu wenig Steinchen war. Ich bestelle auch immer mindestens 30% Steine mit und es bleiben immer viele, viele übrig. Und es sollte reichen. Falls nicht, meldet euch bitte. Meldet euch, dann kriegt ihr die von mir natürlich nachgeschickt. Aber ich wollte nur sagen, lasst euch von dem Gewicht nicht irritieren.
die Menge stimmt eigentlich immer. Ich glaube, das ist ganz, ganz selten, dass jemand mir schreibt, er braucht Steinchen. Vielleicht ist ihm dann runtergefallen, das Döschen. Und ja, oder die werden ja auch mit Hand abgefüllt, diese Zipbeutel. Und dann kann es schon mal sein, dass einmal ein paar fehlen. Aber es kommt ganz, ganz selten vor, dass es wirklich so ist. Aber wenn, gib mir Bescheid. Gut. Alles klar, ein schönes Bienchen. Wie gefällt euch das Bienchen? Habt ihr euch das so vorgestellt? Ist es das, was ihr erwartet habt? Ich hoffe schon. Also ich finde es zauberhaft. So, jetzt kommt das zweite Bild. Auf das warten auch schon viele. Und zwar die wunderhübsche Elfe Elli. Schaut mal, ist das Bild nicht schön? Also ich finde es so... Oh. Mäuslein, du liegst im Weg. Ich finde das so bezaubernd. Auch hier der Coverminder ist natürlich dabei. Habe ich euch ja letzte Woche schon vorgestellt. Der ist natürlich dabei, der Zauber. Der Coverminder. Ja, unsere Elfe. Und das ist ein Bild 50x50, auch mit Gabriella zusammen. Und ich finde die schön, da hinten ist ein Fenster und die Blümchen, die Blümchen im Haar. Und also richtig, richtig schön geworden. Ja, ich finde die richtig, richtig hübsch und die lockigen Haare zauberhaft. Natürlich wieder Etiketten für eure Döschen. Wenn ihr wollt, kriegt ihr auch das Toolkit dazu und hier die Steine. Schaut mal die Farbpalette, die ist ja auch Wahnsinn, oder? Also dieses Bild macht mich auch richtig an. Ich denke, ich werde es painten. Jetzt schauen wir mal, wie... Ups, das andere Bild auch hat 50 Farben. 50 verschiedene Farben. Und jetzt muss ich... gucken. Es sind AB-Steine dabei und Strasssteine. Wir haben ein Strass, zweimal Strass. Strass heißt immer SJ. Zweimal Strass, dreimal Strass und zweimal AB. Also von den 50 Steinen habt ihr 5 Sondersteine dabei. Zweimal AB und dreimal Strass. Finde ich auch eine gute Kombi. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Also ich werde es auf alle Fälle machen. Ich finde es so schön, das Bild. Jetzt gucke ich mal. Ups, zeige euch mal. Also, hier ist schon mal ein Strass. Ein AB, ein Strass, ein Strass. Und jetzt fehlt noch ein zweiter AB. 996. Wo haben wir 996? 996, wo bist du? Hier, ein hellblau. Also diese drei Farben haben wir hier verbaut. Gut, dann gucken wir doch mal. Fangen wir gleich mit dem dicken Beutel an. Das ist 3865, das ist wieder dieser schwarze Punkt. Den seht, oh, seht ihr das? Den seht ihr hier um die Elli rum. Überall, wo diese schwarzen Punkte sind, ist dieser Strassstein. Oh, das schaut bestimmt toll aus. Hier ist ja ihr Flügel, da ist es drin und hier haben wir ja das Kleid da. Also ich glaube auch im Gesicht. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Dann haben wir 606. Das ist auch Strass, das ist ein wahnsinnig leuchtendes Rot. Das ist Dora D. Schauen wir mal, wo wir D haben. D, 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 D. In den Lippen. Wo haben wir noch D? Hier, in den Haaren. In den Mäusebär. Ja, Stinky. In den Haaren. Mäusi, du musst mal weggehen.
Und wo haben wir denn noch? Überall, wo so das knallige Rot ist, an den Augen. Also unterhalb der Augen. Schauen wir hier in den, ja, auch in den Ohren, in den spitzen Ohren. Oh, ich bin ja gespannt. Ich bin so gespannt, wie sich das da macht. Mäuseli, geh mal ein Stück auf die Seite. Dir gefällt das Bild auch, ha, Schatzi? Du kannst dann mitpainten, wenn ich das paint. Stinker. Mäuseli, aber da sehen wir nichts. Also auch oben hier am Kopf. Also wo so dieses Orange-Rote ist, ist auch immer wieder dieser Strass dabei. Da, Mäuseli, dann haben wir, was haben wir denn noch hier? 7, 4, 7. Das ist F. F ist immer da, hier bei den blauen Sachen, hier beim Flügel, im Kleid, überall, wo hier, Mauseli, Stinki, überall, wo blau ist, wird diese Farbe mit diesem Strass noch hervorgehoben. Auch hier am Armschmuck, sehr schön. Dann haben wir 996, das ist L wie Ludwig. Auch dieses Symbol hier in den Ohrringen ist dafür da, dass es dieses Blau hervorhebt. Wo haben wir noch? Also hier ist ganz viel F, also dieser Strass vorher in den Flügeln. Da oben am Stirnschmuck ist auch noch dieses L, also diesen AB hier eben in dem Ohrring und auch vereinzelt hier in den blauen Stellen. Dann haben wir 38, 49, das ist das Plus. Das ist so ein, ja, so ein Petrol. Wäre es mir was nicht eingefallen. Das Plus, wo haben wir? Ah, hier. Hier, was ist denn das? Das ist, gehört auch zum Flügel. Plus, hier. Hier haben wir es auch. Was ist das denn Schönes? Das ist auch so ein Schmuck. Also auch überall, wo mehr so dieses Türkis ist, wurde das eingesetzt. Schauen wir mal hier. Ja, auch hier. Hier ist es auch dabei. Also im ganzen Bild um die Elfe rum ist entweder Strass oder AB verteilt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also ich finde sie hübsch. Also es muss auch dazu sagen, es ist wieder so eine kuschelige Leinwand, wie immer. Begossener Kleber ist es sowieso immer bei mir. Und jetzt zeige ich euch nochmal. Schaut euch mal den Druck an. Ist toll. Ich bin so gespannt, wie die rauskommt, weil bei Gesichtern ist es halt immer so, wie kommt das Gesicht raus? Wie sind die Akzente gesetzt mit den Schatten? Und ist es zu rot? Ist es zu orange? Aber das ist ja eine Elfe, die kann schon mal andere Hautfarbe haben wie jetzt ein Mensch, weil sie halt eine Elfe ist. Aber ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie auch die Augen sind. Das finde ich immer an den Bildern so schön. Wie sind die Augen? Schauen mich die Augen an? Sind es irgendwie lebendige Augen oder sind es mehr so tote Augen? Also das ist auch eine Sache von dem Designer, der sich umsetzt dann dieses Foto in Diamond Painting. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich werde dieses Bild beginnen und werde euch mitnehmen. Und ich bemühe mich, dass ich auch mal Zeitraffer mache. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, auch wie euch die Bilder gefallen, auch die Elfe Elli, wie euch das gefällt. Und ob ihr Zeitraffer sehen wollt, wie ich die Bilder painte. Wenn ja, dann mache ich das gerne sogar. Genau, also ich finde es zauberhaft.
zauberhaft. Und ich kann euch sagen, es sind gestern auch noch Coverminder angekommen. Ein riesen Karton von 3 Mystery-Bildern, auch von Gabriella. Unter anderem ist da ein Oster-Mystery-Bild, beziehungsweise das ist, kann man auch als Frühlings-Mystery-Bild verwenden. Und die 2 anderen Mystery-Bilder, das sind wieder typische Gabriella-Bilder. Die Bilder habe ich noch nicht, die sind unterwegs. Aber genau, das ist auch schon wieder, also in demnächst kommen 3 Mystery-Bilder. Auch noch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit den 2 Bildern und dem Koffer. Und genau, schreibt mir in die Kommentare bitte, ob ihr Zeitraffer haben wollt. Und genau, viel Spaß bei eurem Hobby, wie immer. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Folgt mir auch auf Instagram, YouTube sind wir ja, auf Facebook und TikTok. Da seid ihr immer am aktuellsten dann. Da seht ihr auch Einpackvideos. Wenn ihr bestellt und möchtet Einpackvideos haben, schreibt mir das bitte in die Bestellnotiz. Dann sehe ich das in der Bestellung und ich versuche es umzusetzen. Es geht nicht immer, weil so ein Video filmen beim Bestellung packen braucht auch Zeit. Und wenn ich immer viel packen muss, dann schaffe ich das nicht so mit dem Filmen. Aber wenn ihr das möchtet, schreibt mir das gerne rein. Und schreibt mir doch auch euren Namen auf Insta oder TikTok, damit ich euch verlinken kann, damit ihr das auch seht. Genau. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bleibt mir gesund und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, pfiat euch.